Herr Grote, Sie starten in eine neue Amtszeit. Wie fühlt sich das an? Ja, es ist fulminant, muss ich sagen. Bin überwältigt mit einem riesengroßen Vertrauensvorschuss. Und ja, das ist auch ein ganz großes Stück Verantwortung, wenn man mit über 80% dann im Amt bestätigt wird. Und da freue ich mich natürlich sehr drüber. Hätten Sie mit so einem Ergebnis gerechnet? Nein, mit so einem Ergebnis habe ich nicht gerechnet. Ich bin schon ein bisschen sprachlos. Und was haben Sie sich jetzt vorgenommen für die nächste Amtszeit? Wollen Sie irgendwas ganz besonders verfolgen? Also was ich weiter verfolgen werde, ist auch gerade bei den weichen Themen, natürlich die Sachthemen, Internet für alle, dass wir die weißen Flecken tilgen, Schulen sanieren. Aber mir ist wichtig, dass gerade unsere Gesellschaft zusammenbleibt. Und alles, was wir mit unseren bescheidenen Mitteln dafür tun können, werden wir tun, um Ehrenamt zu fördern, um eine Radikalisierung zu verhindern, dass man miteinander vernünftig umgeht, respektvoll umgeht. Und das werde ich weiter fortsetzen. Herr Völker, Sie konnten sich jetzt nicht gegen Matthias Grote, den bisherigen Landrat, durchsetzen. Wie geht's Ihnen damit? Ja, wir wussten, dass es nicht ganz einfach wird. Wir wollten dem Wähler eine Möglichkeit bieten, eine Auswahlmöglichkeit, und das haben wir auch gemacht. Und viele haben das auch genutzt, und wir werden das dann natürlich im Kreistag kritisch begleiten, wie es weitergeht, aber natürlich auch immer konstruktiv. Das ist uns ganz wichtig. Hätten Sie mit dem Ergebnis gerechnet? Was heißt gerechnet? Das ist schwer zu sagen. Wie gesagt, wir wussten, dass es schwer wird. Ob es jetzt das oder ein schlechteres oder ein besseres Ergebnis, da haben wir uns nicht so genaue Zahlen vorher ausgedacht. Und wie fühlt sich das für Sie persönlich jetzt an? Ich kann da so gut mit leben. Und wie gesagt, wir setzen auf die Zukunft, dass wir da weiterarbeiten. Und wie geht es jetzt für Sie weiter? Ja, jetzt warten wir erstmal die Auszählungen ab. Es sind ja noch einige Bürgermeisterwahlen, die Kreistagswahlen und die Gemeinderatswahlen. Da sind wir noch sehr gespannt, wie wir selbst und unsere Parteifreunde da überall abschneiden.